Yo, Kameramagier, bist du bereit, den Zeitvortex an dich zu reißen und ein bisschen mit Zeit und Expressions zu spielen und natürlich auch dabei ein bisschen Mathematik zu machen? Denn in diesem Video geht es darum, wie du die Zeit in DaVinci Resolve Fusion richtig referenzierst, damit du weniger Keyframes setzen musst. Viel Spaß dabei! Das erste, was du dazu wissen solltest, ist, wie Zeit in Expressions überhaupt referenziert wird und was sie numerisch für Fusion bedeutet. Es ist folgendes: In DaVinci Resolve, wenn du in eine Expression Time reinschreibst, kleingeschrieben, dann wird immer die aktuelle Frame-Anzahl wiedergegeben. Aber es gibt hierbei einen kleinen Haken, und zwar ist die aktuelle Frame-Anzahl abhängig von dem Material, in dem du arbeitest. Hast du eine Fusion Composition offen, zum Beispiel für eine Animation und so weiter, dann beginnt diese immer bei 0. Ja, arbeitest du allerdings in einem Adjustment Clip, beginnt dieser immer bei 180.000. Das heißt, der numerische Wert ist immer anders. Arbeitest du zum Beispiel in einem Clip, den du geschnitten hast, übernimmt er somit die Quellcode-Frames. Das heißt, du arbeitest irgendwann in Frame 3000 irgendwas. Somit ist also wichtig zu wissen, dass Time nicht gleich die Zeit in der Komposition ist, sondern der aktuelle Frame im Viewer, im Source-Clip. Und das führt uns zu einem Punkt, dass schwierig ist, das Ganze einheitlich zu gestalten. Ich zeige dir das Ganze mal in einem Beispiel. Ich habe jetzt hier zwei Rectangle, die sich gegenseitig quasi ergänzen, wenn man sich mal hier drüben den Viewer anguckt. Sobald ich das eine reinslide, wird es groß und dann geht es wieder weg, wenn ich das drüber slide. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt hier in dem zweiten zum Beispiel die Time Expression nutze, zum Beispiel Time durch unsere Endanzahl, die wir hinten sehen, 417, dann sehen wir, 0 ist natürlich, da ist er natürlich bei 0 und dann geht er ganz langsam wieder bis hier rüber. Und das Ganze würde ich nochmal minus 0,5 rechnen, damit es dann auch am Ende in der Mitte ist. Jetzt kommt es über die gesamte Dauer rein und bleibt stehen. Supi. Aber was passiert, wenn wir genau das jetzt in einen Adjustment Clip reinpasten? Dann passiert nämlich Folgendes. Dann müssen wir zuallererst wieder hier unseren Endframe kopieren und wieder einfügen. Aber nicht nur das, du siehst, er beginnt jetzt schon quasi fast fertig, obwohl ich das einfach kopiert habe. Das liegt daran, dass unsere Time so hoch ist. Also unser Bruch ist ja schon bei fast 0,4 und das ist unser Problem hier. Das heißt, wir müssen es theoretisch von dieser Frame-Anzahl entkoppeln. Und so, du hast gesehen, wenn ich das jetzt in einen Adjustment-Clip haue, dann ist das Ganze off the charts und nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Aber wie können wir das dann trotzdem time-responsive machen? Und das geht ganz einfach, indem du dir nur zwei Expressionen merkst. Und zwar die Expression für den allerersten Keyframe in deiner Komposition und die Expression für den allerletzten Keyframe deiner Komposition. Weil, wenn du damit rechnest, hast du immer einen gleichen Wert. Also nehmen wir beispielsweise den ersten Frame in deiner Komposition. Ziehst du die Einheit vom Start-Keyframe ab, so hast du immer 0 dort stehen. Und ziehst du zum Beispiel vom letzten Frame die Start-Frame-Anzahl ab, so hast du immer deine Dauer, die Dauer deiner Komposition. Und das ist ziemlich hilfreich zu wissen, denn damit können wir jetzt Mathe betreiben und etwas immer gut berechnen lassen. So, aber wie heißen jetzt die Teile? Der erste Frame in deiner Komposition wird immer referenziert mit comp.renderStart. Render und Start großgeschrieben, immer und comp klein mit einem Punkt dazwischen. Und der letzte Frame deiner Komposition heißt immer comp.renderEnd. Und damit können wir was richtig Cooles machen. Wenn du jetzt zum Beispiel immer eine Komposition haben willst, die von 0 bis 1 über die gesamte Zeit zählt, dann kannst du das ganz einfach machen, indem du Time nimmst, davon dein comp-render-start subtrahierst, womit wir wieder am Anfang wären. So, das Ganze in Klammern setzt und das Ganze teilst durch die Duration, die du hast. Also durch comp-render-end
minus Comprehender Start. Und schon haben wir immer einen Wert zwischen 0 und 1, mit dem wir super rechnen können. Und somit können wir auch verdammt coole Animationen für irgendwelche Loading Bars hier machen. Wie du vielleicht schon gesehen hast, dass dieses Video eine Loading Bar Animation einmal rund ums Bild hast. Sag mir doch mal, ob du einen Breakdown haben willst, wie man sowas baut, oder ob du dir das schon ganz alleine erschließen kannst. Ansonsten habe ich für dich noch einen Settings-File in die Beschreibung gepackt, wo du mir dann bitte auf Instagram schreibst, was diese Expression aussagt und was sie kann. Und wenn du mir das auf Instagram gesagt hast und du richtig liegst, dann schicke ich dir mein großes Pack an Brush Assets zu, die du dann gerne für dich benutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, wir sehen uns im nächsten Video und ich bin gespannt, wer von euch das rauskriegt. Bis zum nächsten Mal, ciao! Heute geht es